Schaut mal. Ich bin heute mit Axel Breitung unterwegs, der Anomalienforscher. Mit ihm haben wir ja schon einige Sachen untersucht. Axel hat nämlich einige Geräte dabei, die wir heute ausprobieren werden. Wir werden jetzt hier verschiedene Frequenzen hier in den Kanal eingeben und gucken, an welchen Stellen der wieder rauskommt, der Sound. Und das lässt natürlich darauf schließen, wie groß oder wie das Gebäude zusammenhängt. Und da wird der Axel jetzt diesen Lautsprecher einbauen. Diesen hier, wie viel Watt hat er? Können bis zu 200 Watt ab. Da ist schon richtig Power drin. Zeige ich dir mal kurz. Ja, das ist der Audiokoffer. Ich habe hier eine Endstufe, die verstärkt mir das Signal. Hier sind Oszillatoren drin, mit denen ich bestimmte Frequenzen losschicken kann. Das heißt, ich gehe von hier sozusagen in den Verstärker rein und kann dann entscheiden, wo ich rausgehe. Hier, jetzt zum Beispiel hier an dieser Stelle, gehe ich in die Lautsprecherbox, die ich da in den Kanal reinhalte. Das ist also der genaue Weg. Ich kann jetzt hier die Frequenzen wählen von 0,1 Hertz bis in den Megahertz-Bereich. Aber jetzt aktuell ist es erstmal nur interessant, dass wir hier den Sound machen bis, sagen wir mal, rund 2000 Hertz. Das ist ja maximal. Da können wir schon erstmal anfangen. Und jetzt wird es richtig tief. 100 Hertz. Aber 100 Hertz, ne? Ich gehe noch mal ein Stück höher, damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Jetzt mal tiefer nochmal. Also das kann der alles und das sind die Wellen, die sich bis zur anderen Seite auf jeden Fall durchsetzen werden. Je höher die Frequenz, desto weniger kommt hinten an, muss man dazu sagen. Um diese Behauptung zu bestätigen, gehen wir das ganze Frequenzband auch so durch. Das ist ein wichtiger Punkt, ne? Dass wir da die Möglichkeit haben, alles mal zu sehen, was kommt da hinten an. Und dann sehen wir, in welcher Intensität, vielleicht gibt es da Resonanzen, wo man sagt, Moment mal, warum ist diese Frequenz denn jetzt so dramatisch laut? Ne? So, das war jetzt erstmal so eine grobe Vorstellung. Ein paar Sonnenstrahlen durchfluten hier noch den vorderen Bereich. So, jetzt habe ich das Mikrofon hier mitgebracht. Wir suchen uns jetzt die Raummitte aus, um hier zu überprüfen, was kommt von dem Sound, den wir da hinten in dem Kanal gemacht haben, was kommt davon jetzt hier an? Das ist die Fragestellung. Also, das heißt in anderen Worten, mit diesem Mikrofon wird jetzt verbunden mit einer Technik, dass wir das optisch überprüfen können. Das ist die Idee. Dann sehen wir ja, wie viel von diesem Klang, den wir da drüben rüber gesendet haben, hier unten noch ankommt, durch die ganzen Gänge. Und wie viele Gänge es sind, werden wir erfahren irgendwann eines Tages. Okay, ich klemme das jetzt hier an das Mikrofon. Das ist ein spezielles Mikrofon, extrem rauscharm, damit es kein großes Eigenrauschen hat. Ich gebe das mal hier so hin und dann lassen wir das erstmal stehen. Ist das hier ein Aus... Wir haben doch Nischen hier. Ja, ich sag ja, die Nischen könntest du auch reinstellen vielleicht. Der Hammer. Weil du sagst ja auch... Pass mal auf, das ist da... Klar machen wir das. Und zwar, diese Nischen, das müssen wir parallel machen. Und zwar folgendermaßen, wenn wir hier Sound reingeben, ja, dann will ich unbedingt zusehen, mit elektromagnetisch werde ich die Spulen nachher noch holen und dann werden wir die Spulen reinlegen. Ja. Das heißt also, wir werden dann, es gibt bestimmte, das wusste ich gar nicht, dass hier die Dinge sind. Also das, ja, der Gedanke eines Portals, genau, 1, 2, 3 Nischen, ist das richtig? Haben wir 3 Nischen? Und das ist der entscheidende Punkt. Es war ganz wichtig, wo die sich kreuzen, also sozusagen hier von da hinten und von da, das hier ist der Punkt, um den es geht. Also es gibt Leute, die sagen, das wäre eben das, was wirklich wichtig ist, die sagen, wenn an dieser Stelle etwas steht oder etwas gestanden hat, dann wird unter bestimmten Bedingungen, die ich nicht kenne, die sonst keiner kennt, ja, wird dann hier etwas durchaus woanders hingesendet. Das heißt, mit anderen Worten, es löst sich hier auf und kommt an einer anderen Stelle wieder raus.
Das ist das, was überliefert ist. Man weiß das genau genommen aus den Quellen. Die Quellen da sind in den Stiften, also in den Klöstern in Österreich. Da wurde das sehr genau festgehalten. Es gibt offensichtlich bestimmte Frequenzen, die man dafür braucht. Audiofrequenzen, wie die erzeugt werden, alles das ist noch extrem ungewiss, aber es wird gesagt und ist dort nachzulesen, wohlgemerkt, in diesen Archiven, das ist ganz wichtig, in diesen Archiven ist das nachzulesen, dass diese Frequenzen dazu geführt haben, dass man sich entmaterialisiert und woanders wieder materialisiert. Das heißt also, man kann es Teleportation nennen, beamen, wie man will, das ist überliefert so. Ob das so stimmen wird, das weiß bis derzeit noch keiner. Es gibt Vermutungen in der Richtung, aber ob es wirklich so ist, tja, vielleicht werden wir es eines Tages mal rausfinden. Ich habe ein Infrarot-Temperaturmessgerät. Damit können wir verschiedene Temperaturen messen, die weiter entfernt sind. 5,3 Grad hat diese Kammer. Ich habe jetzt hier den Rechner, der uns anzeigen wird, welche Frequenzen hier das Mikrofon, was wir eben aufgebaut haben, eingefangen hat. Das werden wir jetzt hierauf sichtbar machen. Das ist das Gute an der Sache. Der nächste Schritt wird sein, wir gehen jetzt an den Kanal, der ungefähr 40 Meter weit entfernt ist, kommt ungefähr hin, ja? Ungefähr 40 Meter weit entfernt ist und werden dort jetzt mit dem Lautsprecher das Signal reingeben. Das heißt, mit anderen Worten, dann werden wir hier feststellen, welche Frequenz wie laut hier ankommt. Das ist, daraufhin könnte man Rückschlüsse auf dieses Bauwerk als solches ziehen. Das wäre mein Gedanke dabei. Also, ich gehe jetzt hier auf Aufnahme, der nimmt das alles das auf. So, jetzt nimmt er alles auf hier. So ist das Grundrauschen zu hören, wenn man so will, also die Grundklänge. Und man kann schon ein bisschen erkennen, dass das bin ich hier, der jetzt spricht. So empfindlich ist das Mikrofon, obwohl es jetzt mittlerweile 15 Meter in den Berg rein ist, ja, nimmt es immer noch das auf. Also, oder genau das, was wir das hier sehen können. Ich mache mal jetzt eine Pause, Sprechpause, dann sieht man. Weg. Ich kann auch flüstern, dann bleibt es auch weg. Aber wenn ich normal mit einer Stimme spreche, dann sieht man das hier wieder. So sieht die Stimme nachher aus. Man hat hier die Zeitachse, man sieht hier, da laufen die Sekunden durch und man sieht auch hier auf der Frequenz, wir haben jetzt bis zu 5000 Hertz, lassen wir uns hier anzeigen. In Wirklichkeit geht aber das Ganze bis 100.000 Hertz. Ich kann also hier den gesamten Frequenzbereich aufnehmen, wobei wir uns jetzt hier nur den relevanten 5000 Hertz ansehen. Als Einschalter. So. Also, hier ist die Zentrale, von der aus die Frequenzen rausgehen. Ein Lautsprecher ist direkt am Kanal. Da gehen wir jetzt rein. Das kann man jetzt alles ganz gut hören. Aha. Hier hört man jetzt die 432 Hertz, eine der wichtigsten Frequenzen überhaupt. Ich glaube, die Lautstärke wird in etwa reichen. Wir haben jetzt erst ungefähr 3% der Lautstärke, wie möglich ist. Also es könnte laut werden hier. So, ich fahre jetzt langsam runter. Das ist jetzt sozusagen der Effekt. Frequenzen jetzt kaum noch. Jetzt sind wir hier bei 60 Hertz. Hier noch tiefer, 50 Hertz. Das sind die Frequenzen, die sich wirklich bis sonst wohin durch fortpflanzen. Die sind wichtig. Hier sogar noch weiter runter. Jetzt sind wir unter 40 Hertz, jetzt 35.
30, die hören wir jetzt nicht mehr. Und ich frage mich, ob sie überhaupt ankommen. Also, ob der Lautsprecher das noch mitmacht. Ich glaube, da wird nicht mehr viel kommen. Ich bin jetzt einmal durch. Was jetzt auffällig ist und was jetzt klar geworden ist, im Tieftonbereich, wo wir mehr Power brauchen, habe ich jetzt nicht so viel hören können. Ja? Ich gehe jetzt mit der Lautstärke hoch und fahre jetzt wieder von da oben. Also, ich korrigiere jetzt die Lautstärke auch ein bisschen nach. Wir gucken jetzt. Jetzt gehen wir zurück und gucken mal uns an, was wir da jetzt aufgenommen haben. Ich bin gerade damit beschäftigt, jetzt hier auf meinem Gerät die Frequenz von 528 Hertz einzustellen, um einen Vergleich zu haben zu der Stimmgabel, die du im Anschluss dann nochmal schlagen wirst. Und dann werden wir sehen, ob wir diese Frequenz in dem Rauschen nachher noch erkennen können. Das wäre jetzt so die Frage. So, also, hier starte ich jetzt mal. Ja. Die Kammer hat eine konstante Temperatur zwischen 5 und 5,6 Grad. Ich messe jetzt mal die Temperatur von diesen drei Nischen. Die erste hat 4,6. Diese Nische. Hat auch 4,6 und die hier, die ist wärmer, die hat 5,1. So, also jetzt geht es darum, hier das Szenario aufzubauen. Insgesamt werde ich jetzt hier drei Spulen aufstellen, ein Mikrofon. Das Ganze geht in ein vierkanaliges Aufnahmegerät und das kann man sich dann anschließend anhören und ansehen, um festzustellen, wo sind Resonanzen, wo sind die nicht. Und zwar, das ganze Prinzip ist etwas kompliziert. Ich erzeuge jetzt bestimmte Töne,
bestimmte Frequenzen, die ich mir so überlegt habe. Vielleicht gehe ich sie einmal ganz komplett als Sweep durch. Das heißt, es geht dann so von 30 Hertz bis 1000 Hertz hoch. Und dann dieses Signal werde ich relativ laut machen hier im Raum, um das halt entsprechend aufzunehmen. Das vierkanalige Aufnahmegerät nutze ich jetzt, um drei Spulen da einzuführen und am vierten Kanal noch das Mikrofon, also was man mit dem Mikrofon aufnehmen kann. So habe ich dann die Kontrolle, was für Frequenzen erzeuge ich. Mit dem Mikrofon kann ich das ja dann nachweisen und kann dann sehen, ob es eine Auswirkung auf die Spulen hat. Normalerweise ist das nicht der Fall, aber unter bestimmten Bedingungen kann das passieren. Und das wäre das Interessante dabei, dass man dann mit dass die Spulen dann sozusagen Resonanzen kriegen und diese Frequenz richtig überhöht anzeigen. Das wird man dann auf der Aufnahme sehen können. Deshalb nehme ich das jetzt mit dem Vierkanalgerät auf. Also drei Spulen, ein Mikrofon und meine Frequenzerzeugung. Und mit all diesen mit diesen vier Dingen versuche ich jetzt herauszufinden, wo liegen Resonanzpunkte hier in diesem Raum. Wird interessant. Nach meiner Vorstellung wird es da durchaus die Möglichkeit geben, dass diese Resonanzen halt eben auch sichtbar sind. Und damit wäre zumindest eins klar, dass hier Audio eine bestimmte Rolle gespielt hat. Denn sonst würde ja, wenn das jetzt völlig unabhängig davon wäre, ist es ja nicht so. Man darf nicht vergessen, also auch in der großen Pyramide in Gizeh sind sehr viele akustische Versuche gemacht worden und sehr erfolgreich auch, um dann zumindest sagen zu können, hier wurde etwas nach Audiosignalen, also sprich nach Schallfrequenzen, wurde das entsprechend hier ausgerichtet, damit bestimmte Sachen dort entstehen. So, Spule 1 packe ich jetzt also wie erwartet hier in diese Nische, das ist Nische 1 für mich, habe ich eine Spule reingepackt. Jetzt gehe ich zu, genau. Jetzt gehe ich in den zweiten rein. Und zwar nehme ich dann diese Spule 2, heißt sie bei mir hier, und tue die hier in die Nische rein. So. So, ich habe jetzt hier die dritte Spule in der Hand und die dritte Spule legen wir jetzt hier, also sozusagen an den Eingangsraum, die lege ich jetzt hier hin, denn das liegt jetzt in der sogenannten Nische 4, legen wir jetzt die dritte Spule rein. Insofern haben wir dann insgesamt drei Spulen in drei verschiedenen Nischen. Was das Besondere jetzt hier in dieser Kammer ist, dass wir in diesem Tonnengewölbe insgesamt fünf Nischen haben. Das ist kein Zufall, sondern als ich in der Franzosenhöhle gearbeitet habe, oben in den Bergen in der Steiermark, das sind in der Höhe von ungefähr 1100 Metern, an der Stelle habe ich in einem vollkommen anderen Bau, das ist vollkommen anders gebaut. Die hohe Schnür stimmt zwar noch, aber es ist fast rund, das Ding. Ja? Und das hat auch 1, 2, 3, 4, 5 Nischen. Hier ist es etwas anders, ich weiß nicht warum, aber die Zahl 5 Nischen ist wirklich was Besonderes offensichtlich, weil die zwei völlig unterschiedliche Bauten haben, in dem Fall Kammern, ja, haben im Grunde genommen auch also offensichtlich die gleiche Anzahl von Nischen. Ich komme von der Energie, das heißt, mein Interesse ist, Energie zu verfolgen und das ist mir vollkommen klar, es kann nur einen Grund haben, einen energetischen Grund. Womit wir eigentlich auch gleichzeitig bei der ursprünglichen Aufgabe dieser Kammer ist. Wir sind weil warum sollten die vier Nischen einbauen? Ja, und das kann nur einen energetischen Grund haben. Viele werden jetzt sagen, hohoho, da könnten Kerzen drin gestanden haben, sonst irgendwas. Ist richtig, auch richtig, aber dafür baut man doch nicht sowas da rein. Wie aufwendig ist das gemacht? Da muss ein Deckstein oben rein, damit das nicht. Das macht für mich gar keinen Sinn. Also, wenn es irgendeinen Sinn hat, für mich, aus meiner Sicht heraus, energetisch. Ja? Und das gilt es jetzt natürlich irgendwie, sich da nochmal Gedanken drüber zu machen. Welche Form von Energie wurde da genutzt? Wie wurde sie genutzt? Und vor allen Dingen, wofür wurde diese Energie genutzt? Das ist jetzt natürlich die Überlegung, die nachgelagert ist. Und da müssen wir vielleicht noch mal den einen oder anderen Experten fragen, wie zum Beispiel Dr. Heinrich Kusch. Denn der hat sich mit dem Thema sicherlich deutlich mehr auseinandergesetzt. Ich werde ihn einfach mal fragen. Ja, also wir sind schon voll im Gange hier. Ich habe
das Ganze mal angeschlossen. Man hört jetzt hier schon einen bestimmten Ton. Und damit man mal sieht, oder vielmehr genau genommen hört, wie das jetzt mit den Frequenzen und Resonanzen vor allen Dingen aussieht, fahre ich den jetzt mal hoch. Das ist jetzt also die Grundlautstärke. Jetzt kann man mal ungefähr sehen, das sind 118 Hertz. Das sieht man ja hier. 118 Hertz, die ich jetzt ansteuere. Und ich mache das aber eigentlich nur deshalb, weil dass man da eine Frequenz, Resonanzfrequenz hat, wo man das sehr gut hört. Ich fahre mal hoch langsam. Da merkt man, jetzt kommt ganz anders. So, hier ist eine Resonanzfrequenz. Boah. Deshalb wird das richtig laut. Und jetzt geht es langsam wieder zurück, wird wieder ein bisschen leiser. Hier kommt auch schon die nächste. Beispiel, was Resonanzen heißt, was das, was der Raum mit dem Sound alles machen kann. So, hier haben wir einen sehr kleinen Mehrspur-Rekorder, nennt man die Dinger. Der hat jetzt hier, der hat sogar 8 Kanäle, von denen wir aber nur 4 brauchen. Und jetzt kann ich dort Audiosignale aufnehmen. Schall, ich kann aber auch, und das mache ich häufig, halt eben auch Spulen und das, was elektromagnetische Wellen betrifft, aufnehmen. Das geht auch. Also in dem Falle haben wir hier eine Mischung sogar. Das heißt, ich nehme 3 Spulen und ein Mikrofon auf. Also auch das geht mit so einem Gerät. Und dann kann man die sich entsprechend im Büro oder wo auch immer, an einem Rechner zumindest, kann man sich die Sachen ansehen, anhören natürlich auch, und so kann man dann eigentlich etwas feststellen, was wir vielleicht hier auf die Schnelle gar nicht können, weil dann haben wir dann, was weiß ich, meistens arbeite ich dann mit einem Kopfhörer oder ähnlichem, ne, damit das halt eben auch, da, damit ich das dir besser auch einschätzen kann und hören kann, ne? Also, weil so ist es schon ein bisschen schwierig. Gut. Ich muss jetzt hier verschiedene Einstellarbeiten machen, halt die mit dazugehören. Ah, da haben wir zum Beispiel, ja. Genau. Also jetzt sind sie schon am Start, die Kanäle. Also ich spreche jetzt hier, das sieht man schon dort hier auf Kanal 4. Das bin ich jetzt. Aber ich weiß, wie laut wir werden, also muss ich dir mal runterstellen. Ne? Also das wird nicht ganz ohne sein. Ab und zu sieht man hier unten auch die Kanäle schon mal aufblitzen. Ja? Ich werde hier noch ein bisschen höher fahren. So. 1, 2, 3, 3. So. Was wir hier sind jetzt, nochmal, um es ganz deutlich zu sagen, hier haben wir die einzelnen Lautstärken, kann ich jetzt, die Eingangslautstärken kann ich daran ändern. Also wenn nachher wird das richtig laut, deshalb ziehe ich die jetzt noch ein bisschen runter. Ne? So. So, ja. Ja, so ist es richtig. Mal gucken. Ja. So. Also, das, ja, das kann ich damit machen. Ich befinde mich jetzt hier in Nische 1. Da lege ich jetzt den die Spule rein. Und dann. Oh, haben wir hier schon ein ganz anderes Bild auf einmal. Okay. Tut sich da irgendwas im Monitor? Ja, jede Menge. Also, nochmal zur Erklärung. Das ist wichtig für dich jetzt erstmal oder für euch, wenn ihr hier das Ganze seht. Und zwar blau bedeutet wenig Signal. Rot oder bis weinrot sogar bedeutet ganz laute Signale. Deshalb seht ihr das. Und das sehen wir jetzt also, wenn wir jetzt hier sind. Ich bin jetzt in der Mitte. Oh, jetzt kommt wieder ein Ausschlag. Der muss also permanent bleiben. Ich weiß jetzt nicht so, wie das aussieht. Ja, da kommt, wiederholt sich. Ja. Also, ich gehe jetzt nochmal rein in die Nische. Ich komme da nicht richtig rein. So, jetzt sag mal, hat sich was getan? Ja, das andere sieht anders aus. Ja. So? Ja. Tut sich irgendwas? Ja, es sind so rote Streifen, die werden dicker werden. Okay. Du, Mario, das können wir nicht mal gebrauchen. Mario? Ja. Komm mal, und zwar, also, ich mache Folgendes. Ich stecke das hier. Hier kann man das nur reinstecken, siehst du das? So. Ja. Und hier, ja, kann man das, hier, wenn du es rausgezogen hast, dann kannst du, dann dreh das mal so ein Stück, dreh mal nochmal so ein Stück. Ich gehe jetzt in die nächste, ich gehe hier nochmal hierher, ja, wo wir ja wissen, dass es neutral ist. Hier in der Mitte, Raummitte, wenn ich so anfange, Sheet. Ist noch nicht neutral, ne? Müssen wir gucken, dass wir einen neutralen Punkt finden hier. Doch, ist einigermaßen gleich. Ja, gucken wir mal. Passiert nichts. So, jetzt gehe ich
auf die Nische 3 drauf zu. Das ist jetzt der entscheidende Punkt. So, ich drehe jetzt erstmal die ganze Sache und da sieht man schon, da tauchen schon wieder Sachen auf. Ja? Ich gehe jetzt ganz gerade auf diese Nische zu. Und was sehen wir? Okay, sehr unterschiedlich, ne? Ja. Also auch auf die Strecke. Ne? Man sieht das schon. Jetzt bin ich komplett in der Nische drin. Und stelle fest, so viel tut sich da gar nicht wie gedacht. Ne? Also wir haben eine ganz klare, können sofort erkennen, dass die Nische 2 sich anders verhält. Hier drehe ich das jetzt, guck mal, es passiert gar nichts. Auch das sieht man hier überhaupt nicht. Also gar nicht meiner Erwartung entsprechend. Ich habe nämlich gedacht, hier passiert was. Das ist nämlich bei der Franzosenhöhle anders gewesen. Da war in Nische 3 durchaus was passiert. Hier passiert nichts. Gut, also Nische 2 ist hier die eindeutige Ausnahme bisher. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich halte sie wieder so wie vorhin. Ich gehe jetzt auf den Ausgang zu, in die Richtung haltend, ja, damit wir mal sehen, was passiert da auf dem Monitor. So. Ich kann es nicht mehr sehen. Gut, alles. Ja, dann sag mal, wenn sich was ändert. Neutral, alles neutral. Okay. Okay, ich bin jetzt in der Nische drin. Nische 4. Nee. Okay. Das Kabel wird wahrscheinlich für die andere Nische nicht mehr reichen, vermute ich ganz stark. Ich probiere es trotzdem. Ah ja, gut. Ist da noch irgendwas? Nö, gleiche wie vorher. Wo du in Bewegung warst, war ein bisschen Veränderung. Aber nur ein bisschen, ja? Ein bisschen, und jetzt ist wieder nichts, also... Okay, das war die Nische 5, also auch da haben wir eigentlich keine Ergebnisse. Wunderbar. Bin ich jetzt wie weit drin? Etwa ein Drittel. Etwa ein Drittel der Spule ist jetzt drin. Verrückt. Okay. Vielleicht der obere Rand von der Decke? Also hat sie, der entscheidende Punkt ist ja der, dann ist das kein Luftschacht, sondern das ist eine Nische, ganz einfach. Das ist eine Zusatznische. Was soll ein anderer, sonst würde es ja gar keinen Sinn machen. Du hältst es für einen Luftschacht. Ja, guck mal, jetzt lass uns doch mal weiterdenken. Was mein Ding war, war es vielleicht genau an der Kante, wo die Deckeplatte, also dieser Stein, hier ist. Das. Auf was ich raus will.
Ich kann sie sehen. Der Stein, wenn du hier reinguckst, der Stein geht ja bis hier ungefähr da oben. Mhm. Und wenn du sagst, du warst bis dorthin drin, dann ist es ja oberhalb von dem Stein das Signal. Mhm. Also außerhalb von der Kammer eigentlich. Also ich würde mal sogar so weit gehen. Guck, wir haben jetzt hier Nischen. Ja? Das haben wir schon festgestellt. Soweit ich mich erinnere, sonst korrigiert mich, ist auch in der großen Pyramide, Cheops-Pyramide, gibt es auch Nischen. Und es gibt Luftschächte, die man dafür hält. Ich sehe da unter Umständen eine ähnliche Konstellation. Das heißt also, auch da wäre es mal interessant, mit einer solchen Spule mal reinzugehen in die Cheops-Pyramide und mal gucken, was bei denen in der Nische los ist. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, und jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt, der auch recht wichtig ist. Meine Theorie ist, dass wir das, was wir in der Nische 2 haben, heute am 21.04. Aufnehmen, das kann im August anders aussehen. Oder vielleicht auch schon. Es kann sein, dass wir ganz andere Ergebnisse kriegen. Ich bin mir nicht sicher, was dafür verantwortlich ist. Also wir haben es hier mit einer ganzen Haufen von Energien, die auch sporadisch sein können, zu tun. Also insofern bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob wir da richtig liegen, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt so. Beim nächsten Mal kann da was ganz anderes sein. Das sind meine Erfahrungen, die ich gemacht habe mit der Franzosenhöhle. Da hatte ich nämlich genau das Thema hatte ich. Da war eine ganz andere energetische. Ich war dreimal da und habe dreimal eine unterschiedliche energetische Situation vorgefunden. Es ist schon beachtlich. Also da arbeiten jede Menge Energien. So, hier haben wir eine Aufnahmeeinheit aus zwei Kanälen, die man gleichzeitig aufnehmen kann. Und daran habe ich jetzt zwei Mikrofone gehängt. Eins da drüben und eins dann hier. Das findet alles in der Kammer statt, in der wir ja schon den ganzen Tag sind. Und jetzt kommt sozusagen eine Nachtaufnahme. Idee zu der Nachtaufnahme ist, sich anzuhören, was passiert hier eigentlich in dieser Kammer des Nachtnächtens, wenn also hier das Licht aus ist und hier eine gewisse Ruhe eingekehrt ist und auch die Straße, die draußen offensichtlich immer mal wieder mal Krach macht. Mal sehen, was da passiert und was wir nachher auf dieser Aufnahme haben. Ich habe schon an manchen Stellen schöne Überraschung erlebt, wollte ich sagen. Und deshalb wollen wir mal gucken, ob wir wieder eine kleine Überraschung erleben. Also wie gesagt, das findet jetzt hier mit diesem Gerät statt. Es hängt, also wie gesagt, da hängt noch ein drittes Kabel dran, das ist die Stromversorgung, braucht sowas auch. Also und das ist ein relativ kleines Gerät. Da gucken wir jetzt mal rein. Ja. Und zwar steht ja drauf, Achtung Forschung. Ja, also für alle, die es noch nicht wussten, dass das vielleicht ein Forschungsgerät ist. Hier sehen wir das Gerät selbst. Da können wir mal gucken, mal drauf. Man sieht hier, das sind die Eingänge, das, was die Mikrofone jetzt hier anzeigen oder was sie anzeigt, ist meine Sprache. Also wenn ich jetzt nichts sage, dann sieht das so aus. Dann ein bisschen runter. So, jetzt habe ich schon alles vorbereitet. Das nimmt ihr jetzt also mit einer guten Qualität auf, bis zu 49 Stunden, was wirklich ein bisschen arg viel ist. Und da gehe ich jetzt einfach mal auf Aufnahme und dann warten wir mal ab, was uns da erwartet, wenn wir uns das anhören. Soweit erstmal aus der Kammer. Das wird länger dauern. Man muss sich wirklich, das ist sau viel Arbeit. Ja. Die müssen beide Spuren, die jetzt drauf sind, rechte und linke Kanal, die laufen ja beide parallel, die muss man sich wirklich genau anhören. Da werden viele sagen, die ein bisschen sich auskennen mit Audio, da braucht man doch bloß den Verlauf dieser Audiodatei zu sehen. Also diese kann man sich ja am PC anzeigen lassen. Und dann denken die Leute, ja, da guckt man einfach hin, dann sieht man, die Ausschläge sind größer und dann weiß man, da ist was los. Nee, so funktioniert das aber nicht. Sondern hier muss das wirklich genau gehört werden, weil man nämlich die Sachen ganz leise drauf hat. Also die interessanten Sachen, die verschmelzen schon fast mit dem Rauschen, was natürlich immer wieder da ist. Aber letztendlich kann man dann schon einigermaßen erkennen, wofür jetzt oder was da jetzt drauf ist, ob das jetzt hier stattgefunden hat oder außerhalb dieser Kammer, das kann man doch durchaus nachher identifizieren. Ich bin gespannt. Wir sind gespannt. Also liebe Geister, ich wollte euch noch kurz mitteilen. Ne? Ich habe hier eine Absicht. Meine Absicht ist, euch hier aufzunehmen. Ich gebe euch hier die Gelegenheit, euch hier auch bemerkbar zu machen auf die Art und Weise und der Menschheit zu zeigen, dass es den Hyperraum und euch Geistwesen gibt, in dem ihr lebt. So. Deshalb mache ich das. Und das ist meine Intention. So, und wir sind weg.
Und die Geister muss man dann ansprechen, ne? Und sagen, was man will. Dann ist das besser. So, wenn ich bin jetzt noch im Wald unterwegs, ich und der Axel. Ob sie zu anderen Zeiten nicht vielleicht doch magnetisch sind, das wissen wir nicht. Oh, da ist ein Waldgeist. Was haben wir noch? Da ist noch mal einer. Alles voll von diesen Waldgeistern hier. Schaut mal.